und Netzteil kaputt, kaputt, kaputt. Oh. Bauen wir das mal da ein. Und bzzzt, bzzzt. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video der schlechten Unterhaltung. Nein, Spaß. Die letzte Folge PC-Building-Simulator ist schon etwas länger her, glaube ich. Da hatten wir ein paar Bauteile bestellt und ein paar PCs ausgewählt. Ja, welchen nehmen wir denn da zuerst? Also ich habe keine Ahnung mehr, was ich im letzten Video gemacht habe. Ist ja schon ein bisschen länger her. Ja, okay, da steht halt noch einer. Dann gehe ich erstmal hier dran. Was muss ich denn hier machen? Hier muss ich Grafikkarte ersetzen. Aber welche Grafikkarte? Ich Ermöcke. Gut, dann suchen wir mal nach der E-Mail. Ermöcke, der hatte Grafikkarte. Der hatte eine. Bin ich dumm? Also das war eine rein hypothetische Frage. Was? Hä? Sehe ich die Grafikkarte nicht oder bin ich gerade zu inkompetent dafür? Hä? Nee. Stell den dann nochmal hin. Ich gehe mal auf Installieren und gehe mal bei Grafikkarten gucken. Ach, hier hatte ich die falsche gekauft. Kann das sein? Glaube ich. Na gut, ja, die setze ich erstmal ein. Und falls ich das nicht schon gesagt habe, ich habe auch ein Thema für die... Muss ich die Grafikkarte nicht eigentlich festschrauben? Also ich habe das Gefühl, dass ich die festschrauben sollte. Damit ich es jetzt endlich sagen kann, ich habe ein gutes Thema für das heutige Video. Und zwar habe ich auf YouTube die Funktion entdeckt, das Freischalten von Kanalmitglied werden. Habe ich jetzt die Grafikkarte installiert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Das hat zum Beispiel, glaube ich, GLP oder Paluten. Das ist so eine Art, ja, ihr kauft euch so gesehen, wie soll man das ausdrücken? So wie bei einem Minecraft-Server, so ein Rang. Aber was heißt Rang? Ja, es ist schwer auszudrücken. Anscheinend habe ich die falsche Grafikkarte eingebaut. Ja, der bootet ja nicht mal. Ach, fehlendes Kabel. Ich sollte mal lesen lernen. Macht auch Sinn, dass wir eine Grafikkarte an Strom anschließen. Was macht... Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, unvollständiges Gehäuse, da fehlt die Seitenplatte. Also, Kanalmitglied werden, das ist... Der Button ist zum Beispiel neben dem Abonnieren-Button, müsste links daneben sein. Also er ist auf jeden Fall auf meiner Startseite vom YouTube-Kanal und ja, die Funktion habe ich jetzt neu gefunden, beziehungsweise ich konnte es anscheinend schon vorher machen, allerdings habe ich sie jetzt auf jeden Fall gefunden und lustigerweise, sage ich es einfach mal so direkt, man soll oder sollte von YouTube tatsächlich aus ein kleines Info-Video machen und dann habe ich mir gedacht, packe ich einfach diese kleine Info in ein Let's Play von mir rein. Wir müssen die PSU ausbauen. Das ist sollte relativ einfach sein. Ja, und deswegen wollte ich das einfach mal ansprechen. Also ich habe vor, so zwei kleine... ist das nicht die PSU? Ach, nee. Die PSU ist doch ein Netzteil. Ja, und das wollte ich jetzt einfach mal ansprechen. Ich habe vor, so zwei kleine... Ich will es jetzt nicht Ränge nennen, das klingt so blöd. Also ich nenne es jetzt mal vorsichtshalber Ränge oder Vorteile, so nenne ich es mal. Und zwar, willst du mal die Kabel abmachen? Ja, komm, geh ab. Und zwar einmal Voltex Pro. Das ist der kleinere. Und einmal Voltex-Liebhaber. Ja, die Vorteile davon sind jetzt, sagen wir es mal ganz einfach, gesagt, sind zum Beispiel bei dem Bro, dass man da so schöne Logos hat, wenn man ein treuer Freund, treuer Folger ist.
also länger schon Mitglied ist, dann hat man da, da gibt es so schöne Smileys, sag ich mal. Hallo, ich will. Ich will doch nur. Das Kabel abmachen. Hä? Ich will doch nur das Kabel abmachen. Ja gut, anscheinend müssen wir auch die Seite abmachen. Und zwar hat man da so schöne Logos für treue Fans. Und zwar, wenn man halt länger dabei ist, zum Beispiel einen Monat, dann gibt es, glaube ich, einen grünen Smiley. Oder einen gelben. Das ist total schön gemacht. Hä? Habe ich jetzt das, den Stecker von der SSD rausgezogen? Ach, keine Ahnung. Ja. Ja, ja. Und Netzteil kaputt, kaputt, kaputt. Oh. Bauen wir das mal rein. Und bzz, bzz. Ich will. Ach, jetzt müssen wir PC-Teile und dann. Jetzt können wir. Ja gut, jetzt ist natürlich nervig, dass der automatisch das Kabel einsteckt. Und jetzt machen wir. Bzz, bzz. Okay, das lasse ich lieber. Das nervt, glaube ich, eher. Was es dann auch noch gibt, dann gibt es so schöne Emojis für den Live-Chat. Da habe ich mir noch, ganz ehrlich, da habe ich mir noch nicht die Mühe gemacht und da eins wirklich erstellt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mein YouTube-Profil-Logo, habe ich als Emote da reingepackt. Ich denke mal, das ist eine lustige Sache. Und ja, dann komme ich mal zu den kleinen Vorteilen und zwar der hauptsächliche Vorteil ist, dass ihr halt so eine hervorgehobene. Oh, puh, Schluck auf. Dass ihr so eine kleine hervorgehobene Nachricht zum Beispiel in einem Livestream-Chat schreibt. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn ich streame, dann ist eure Nachricht halt nicht grau, sondern bläulich. Und man kann halt auch einstellen, dass auch dann nur diese Nachrichten im Video, also in meinem Bild erscheinen. Also nicht der gesamte Chat, sondern nur diese Kanalmitglieder-Nachrichten. Ja. Was ich auch noch vorhabe, ist extra für Kanalmitglieder so circa einmal wöchentlich, einmal monatlich so ein kleines Video, wie auch immer, entweder Video oder so ein Highlight-Video. Das, ja, muss ich mir noch überlegen. Ja, auf jeden Fall, das ist der große Vorteil von, momentan, von der YouTube-Premium-Mitgliedschaft. Ja, was müssen wir hier machen? ADD, PSU. Soll ich den jetzt wirklich sauber machen? Ich meine, da kriege ich zwar gute Bewertungen, aber soll ich das jetzt wirklich machen? Ich weiß ja nicht. Nein, das will ich nicht abmontieren. Oder will ich das? Was? Ich muss doch eh auf die Rückseite. Warum montiere ich denn die Vorder... Manchmal verstehe ich mich selber nicht. Manchmal verstehe ich mich halt echt selber nicht. HDD sollen wir ersetzen. HDD ist hier die. Dann machen wir erstmal die Kabel ab. Holen das komische Dingen da raus. Und holen uns die Festplatte. Kaputt, putt. Das sind 500 GB. Dann bauen wir da auch nur 500 GB wieder ein. Tja. Wer nicht mehr zahlen will, der muss leben mit dem, was er hat. Ah, jetzt habe ich das SATA-Kabel ab. Das will ich nicht abmachen. Das will ich immer noch nicht abmachen. Jetzt habe ich das SATA-Kabel abgemacht, wollte ich eigentlich sagen. Dann haben wir... Ne, das müssen wir nicht trennen. Ja, jetzt können wir das Netzteil ausbauen, wenn wir so... Ja, perfetto, perfetto, perfetto. Ja. Und was ich natürlich auch noch ansprechen wollte, ist, also zwischen Bro und Liebhaber gibt es einen Unterschied, das werdet ihr aber dann auch bei dem minimalen Preis sehen. Nee, ich will die Festplatte nicht auswählen. Ich will ein Netzteil kaputt, putt. Welches habe ich denn da jetzt? Nee, das habe ich getauscht. Dann nehmen wir das hier. Und zwar der Liebhaber, der kriegt dann einmal monatlich noch so einen kleinen Livestream. Einfach so. Also, das ist dann kein normaler Livestream, würde ich.
also dazu würde ich zumindest nicht normal sagen. Dazu würde ich eher sagen, das ist so ein Livestream für die Community, zumindest die Liebhaber. Ja. Ja, ja. Also das sind die Vorteile für euch. Warum ich das eigentlich mache, das fragt sich bestimmt jemand. Kann man eigentlich relativ einfach verstehen. Und zwar zum Beispiel, ja, wenn wir hier schon beim PC-Building-Simulator sind, man muss natürlich auch sein PC immer etwas aufrüsten und up-to-date halten, sage ich mal. Also es muss kein neuer sein mit einer RTX 2080 Ti. Die habe ich jetzt noch nicht drin. Also ich habe eine GTX 1080 Ti und die reicht. Die reicht definitiv. Nur irgendwann 5 Jahre oder was auch immer. Hä? Ich habe die HDD doch ersetzt. Hä? Ich habe doch die HDD ersetzt. Oder habe ich die nicht ersetzt? Ich habe doch die HDD ersetzt. Oh, ich habe SATA-Kabel vergessen. Ja, ja. Das, ich habe generell die... generell die Kabel vergessen. Puh, da war ein kleiner Huster drin. Ja. Ja. Lustig. Lustig, lustig, tralalala. Ja gut, zum Glück können wir das auch so anschließen. Ja. Eigentlich habe ich damit soweit alles gesagt, bis auf was ich noch sagen wollte, warum ich es eigentlich mache. Also einmal natürlich für euch. Das ist jetzt ohne zu lügen einmal für euch, wirklich. Und das andere war ja, wie eben schon gesagt, dass es natürlich auch für mich ein kleiner Vorteil ist. Also ich meine, für 1,99 €, was jetzt der Bro kostet, ist das jetzt nicht so... Es ist nicht die Welt. Ich meine, gut, es ist zwar immer noch Geld, aber ich finde, für das ist das noch in Ordnung. Ich meine, das sollte jetzt, glaube ich, nicht teuer sein. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal so kurz ansprechen. Ja. Ich sehe, wir haben schon gut Zeit hinter uns und wenn ich mal überlege, wir haben noch 3 PCs vor uns, kann das sein, dass ich heute arschlangsam bin? Wir gehen hier mal auf Kassieren. Verwerfen. Was haben wir dann noch? Kassieren. Und verwerfen. Perfekt. Oh. Hä? Der hat doch eine SSD. Hatte der keine SSD drin? Naja, egal. Wir schließen mal den USB-Stick an und machen dann mal an. Dann sollte der jetzt das Betriebssystem installieren. Und dafür ist natürlich der zweite Arbeitsplatz gut. Hier müssen wir eine Diagnose machen. Hier müssen wir CPU aufrüsten und den RAM. Ja gut, der RAM ist, glaube ich, das geringste Problem. Wir machen erstmal den RAM, würde ich sagen. Und dann machen wir die CPU. Ja, komm, öffne dich. Sesam, öffne dich. Dann bauen wir den aus. Öffnen den. Und installieren. Ja, ich wollte doch gerade ernsthaft fragen, warum habe ich hier nicht 16 GB RAM-Riegel? Ja. Ups. So, hier ist ein Aufrüsten. Also 1400, Ryzen 5 1400. Dann gucken wir mal unter Prozessor. 1500X. Perfekt, der ist ja besser. Den hatte ich anscheinend letztes Mal. Ich habe bei dem iPC die Wärmeleitpaste vergessen. Kann das sein, weil ich den Lüfter abgenommen habe? Naja, Qualität. Deutsche Qualität lässt grüßen. Bruder, mashallah. Dann machen wir an. Dann sollte der eigentlich starten, dann installieren wir noch die Seitenwand oder montieren, würde ich eher sagen. Perfekt, der läuft. Dann, der müsste ja auch fertig sein, perfekt im Flur abstellen. Dann habe ich den fertig. Der müsste dann ja auch fertig sein, im Flur abstellen, ja. Dann haben wir hier Diagnose und hier Upgrade. 3000 irgendwas Benchmark. Jetzt ist halt die Frage, hatte ich dafür Teile besorgt? Ich glaube nämlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Also wir haben hier zwar noch eine GTX irgendwas drin, aber
Ich meine, was ist hier drin? 1050 Ti. Also ich glaube eigentlich nicht, dass sie so schwach ist, aber gut. Ich weiß halt nicht, was der für einen Prozessor hat. Ach, wir sollten auch den USB-Stick einstecken. Nein, jetzt habe ich schon wieder zu schnell Escape gedrückt. Ja, dann in hier rein und Benchmark. Ja, Benchmark. Ja, warten wir kurz. Jetzt neu starten. Ja, perfekt. Dann holen wir mal in der Zeit den anderen PC. Dafür ist natürlich auch der zweite Arbeitsplatz praktisch, weil wenn der jetzt gleich, hier, jetzt ist er drin. Jetzt haben wir hier und führen das aus, weil während der das jetzt macht, können wir hier gemütlich an den PC dran gehen und hier rumbasteln. Obwohl, was heißt basteln? Eigentlich sollten wir ihn erstmal anschließen. So, starten wir ihn mal. Was sagt das BIOS? Das BIOS sagt, hä? Diagnosestellen reparieren. Problem diagnostizieren. Der USB-Stick, der steckt ja jetzt... Ja, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir halt wirklich gedacht. Dann holen wir den hier raus. Und bauen den hier mal ein. So. Ach, jetzt... Ach, ich bin noch so ein Depp. Bauen den USB-Stick ein, starten ihn. Und dann schauen wir hier mal. Hier ist ein RAM-Riegel, 2 GB, 2 GB. So, was passiert denn jetzt, wenn ich hier das Programm installiere? Was passiert dann? Also, das Programm lässt sich wahrscheinlich gut installieren. Allerdings, die Frage ist halt, wenn ich das, also den Benchmark dann ausführe, ob er dann nicht vielleicht sogar mittendrin abstürzt, das kann ja auch sein. Boah, ist das ein ruckeliges Bild. Heftig. Ja gut, der hier muss über was kommen? Über 2089. Okay. So, jetzt schauen wir hier mal. Was ist, wenn wir jetzt hier Benchmark ausführen? Dann... Hier, was steht hier? Ein Problem wurde festgestellt. Wurde heruntergefahren, um Bestätigung... Clock, Watchdog, Timeout. Wird der Fehler. Prüfen Sie, ob neue Hardware oder Software ordnungsgemäß installiert wurde. Oder ist. Sofern es sich um eine Neuinstallation handelt, sollten die Probleme deaktivieren oder entfernen Sie gegebenenfalls neu installierte Hard- und Software. Ja, gut, super, danke. Hä? Hier haben wir doch über 2000. Ja, lol. Ja, lol, ey. Okay. Ja, den haben wir ja aufgerüstet. Perfekt, da kassieren wir. Dann verwerfen wir die direkt. Was ist denn mit dem Benchmark? Hier, ja, das haben wir ja auch gemacht. Verwerfen. Ich will mal den Benchmark sehen. Ja, was kriegen wir hierfür? Alter. Ernsthaft? Arbeit und Budget. Ey, wir haben nichts gemacht, Alter. Wir haben für einen scheiß Benchmark auszuführen Geld bekommen. Ja, was ist denn hier neu? Warte, wir gucken erstmal, ob wir überhaupt Kabel installieren können. Können wir anscheinend nicht. Hier ist eine GTX 570 Ti drin. Ja, was sollen wir jetzt, was sollen wir denn schauen? Das Einzige, was wir machen können. Naja. Hey, wie soll ich denn jetzt da dran kommen? Jetzt muss ich ja eigentlich hier dran und dann drücken wir mal F2. Oh, zu spät. P und drücken dann F2. Halte. Achso, halte gedrückt, okay. Ja, und jetzt? RAM-Übertaktung aus Einstellungen. Ja, was kann ich denn jetzt hier machen? Viermal installierter CPU-Chipsatz. Ja, das ist mir klar. Hey, was soll denn hier neu sein? RAM-Geschwindigkeit. Hä? RAM-Übertaktung? Soll das kann man anmachen? Ach so.
Okay. Warte, wir gehen mal zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Ja gut, und jetzt? Oh. Ja. Aber, hey, ich verstehe halt nicht. Diagnosestellen reparieren. Hey, ich wüsste jetzt echt nicht, was haben wir denn an Geld für Teile? Schauen wir mal so. Ich meine, da verrät das Spiel einem natürlich auch etwas. Diagnosestellen dann ausführen. $0 reparieren. Ja gut, das heißt, Ersatzteile werden wir ja anscheinend nicht einbauen. Ja gut, was heißt denn hier prüfen? Wir können den RAM-Riegel einmal verschieben. Und dann inkompatibel. Und können den hier reinsetzen, beziehungsweise 2100. Ja, das ist ja derselbe. Und können den halt, ja. Der sieht doch auch gut aus. Hä? Muss man nicht verstehen, oder? Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Wärmeleitpaste drauf. Und machen den Prozessorlüfter wieder drauf. Weil, ich meine, was soll ich jetzt machen? Also so gut kenne ich mich damit jetzt nicht aus. Also, ein PC zu bauen... Hä? Das war's? Ernsthaft? Das war der Fehler? Du willst mich doch verarschen. Ernsthaft. Na gut, dann führen wir jetzt das Benchmark aus. Und dann haben wir... Wir haben die Aufträge soweit alle weg. Wir haben... wir haben 3,5 Sterne. Ja, dann nehmen wir den einfach mal ab. Den... Ja, was müssen wir hier machen? Intercore i5 6400. Ja. Dann gehen wir mal zum Shop. Und gehen mal auf CPU-Prozessoren. Und suchen uns den Intel i5 6400 in den Warenkorb. Ja, dann können wir den Auftrag annehmen. Hier will der die HDD... Hä? Warte mal, hier haben wir Geld. Ich lasse ihnen nachher geben wir den Restbetrag zur Vergütung für die Überweisung an sie frei. Hinweis, falls okay. Aber ja gut, ich sehe jetzt hier keine Arbeit und kein Budget, dann mache ich das auch nicht. Ich meine, wenn es da nicht reingeschrieben wird, warum soll ich es machen? So. Das ist alles Werbung, das ist Spam, so nach dem Motto. Oh. Hä? Angesichts der tollen Arbeit, die du leistest, habe ich mich auch wieder ins Geschäft gestürzt. Hab hier in bla bla bla. Zu viel kann ich nicht verraten, aber so viel sei gesagt, die Sache ist Gold wert. Jetzt fehlen mir nur noch ein paar Bargeldmittel, so in der Höhe von 5000. Im Gegenzug würdest du, okay. Ich habe das Gefühl, dass du das hast, du dir verdient. Im Gegensatz würdest du 10% von Tims super scharfe Reparaturen von mir bekommen. Schwer zu sagen. Ich meine, 5000 ist halt schon einiges und wir haben gerade mal 3500. Also, perfekt. Den haben wir anscheinend fertig. Da ist das Benchmark auch durch. Dann packen wir uns den, stellen ihn in den Flur. Ja. Kassieren hier einmal ab und löschen die. Das haben wir im Warenkorb. Und 8 GB RAM haben wir ja so oder so hier. Auf 8 Terabyte aufrüsten, okay. Ja, 8 Terabyte. Gehen wir mal unter Festplatten und suchen uns zwei. Das größte ist 4, das heißt, wir kaufen zweimal 4 Terabyte. Boah, ist das heftig. Beziehungsweise
Kann der Typ sich das überhaupt leisten? Für ein Budget 300. Ja, kann er sich locker leisten, okay. Dann nächster Tag. Perfekt. Und jetzt kaufen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und ja. Dann war es das eigentlich sogar schon für heute. Ja, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Und lasst einen Daumen nach oben da. Daumen nach unten. Das ist euch überlassen. Positive Bewertung wäre natürlich gerne. Schreibt gerne einen Kommentar. Zum Beispiel mit Spielen, die man mal spielen könnte. Was euch gut gefallen hat, was euch schlecht gefallen hat. Was auch immer. Ja, abonniert. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ja. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.